Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Chartanalyse. Neuigkeiten kamen vor 2 Tagen rein, dass der Fork, also die Spaltung von Bitcoin, abgesagt wurde, dass es kein Segwit to X geben wird. Und ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, dass der Bitcoin wahrscheinlich deswegen gestiegen ist, weil die Leute beide Versionen haben wollen. Und weil das jetzt abgesagt wurde, hier haben wir von CNBC die Meldung, dass es abgesagt wurde, dann ist er kurz hochgeschossen und dann wurde erstmal so wirklich realisiert, was passiert denn jetzt? Weswegen ist es überhaupt jetzt gestiegen in den letzten Wochen, in dem letzten Monat, sag ich mal. Und danach ist es halt ein kleiner Absturz gekommen. Das sehen wir auch hier. Bitcoin ist im Moment bei 7.000 Dollar. Die Dominanz war ja in meinem letzten Video, das war am Sonntag. Jetzt haben wir Freitag, also 5 Tage später, war ja über 60%. Jetzt ist es auf 56% Bitcoin-Dominanz. Und die alternativen Coins sind danach halt gestiegen, so wie ich es halt eigentlich für den 16. November gedacht hatte. Das war der Datum für den Fork. Und danach hätte ich vermutet, dass das so kommen wird. Nachdem das halt jetzt abgesagt wurde, ist es halt eine Woche vorher passiert. Wir sehen jetzt hier vor allem in den letzten 24 Stunden Bitcoin Cash sehr stark angestiegen, weil jetzt beim Bitcoin natürlich jetzt diese Unsicherheit da ist. Wie wird das denn jetzt gelöst mit den Transaktionskosten, weil die sehr hoch sind und weil nur 1 Megabyte Blockgröße jetzt beibehalten wird. Ja, das ist im Moment der Markt. Wenn man so ein bisschen runtergeht, jetzt erholt sich ein bisschen wieder alles. Vorgestern und gestern war alles 20%, 30%, 40% im Plus. Jetzt pendelt sich das wieder ein bisschen ein. Ja, schauen wir uns das mal jetzt erstmal bei Bitcoin an. Hier sehen wir im Eintages-Chartbild. Hier war das mit der Ankündigung. Ist dann halt hochgegangen. Und dann halt wurde halt realisiert, weswegen ist es so gestiegen eigentlich. Warum hatten wir denn so krasse Kurssprünge? Das lag ja nicht an chartanalytischen Sachen, sondern eher an fundamentalen Sachen wegen dem Fork. Und jetzt sehen wir halt, dass es von knapp 8.000 Dollar jetzt auf 6.800 Dollar runtergegangen ist. Können wir mal schauen, wie viel Prozent das sind. Das sind 13%. Das ist jetzt hört sich wenig. Was heißt wenig? Für Bitcoin ist es natürlich sehr viel. Aber wenn man die Kursverluste bei den Altcoins mal gesehen hat, dann ist das natürlich noch im Rahmen. Wenn wir jetzt mal hier in den 4-Stunden-Chart reingehen und uns das mal anschauen. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, weil wir hatten ja hier so eine Unterstützungslinie, die wird jetzt gerade eben durchbrochen. Jetzt ist die Frage, ob der jetzt hier irgendwo noch hochspringt oder nicht. Ja, werden wir sehen, weil ich hatte ja in dem letzten Video schon gesagt, dass wenn es zum Kursabfall kommt, einen starken, dass wir im schlimmsten Fall hier bis auf 5.400 Dollar runterfallen können oder hier auf 6.100 Dollar. Also wenn diese Unterstützungslinien gehalten werden, sind das ganz gute Einstiegszonen hier, die man da sich anschauen könnte. Also hier in dem Bereich dann irgendwo hier oder hier dann irgendwann mal. Wenn die erste Unterstützungslinie halt durchbrochen wird. Wenn die zweite auch noch durchbrochen wird, dann sieht es ja nicht, dann sieht es sehr schlecht aus. Dann könnten wir nochmal 1.000 Dollar runterfallen. Muss man mal abwarten. Also, wo ich mich jetzt gerade auf dieses Video vorbereitet habe, war eigentlich hier, hätte ich gedacht, dass hier die Unterstützungslinie jetzt für heute ist und dass das wichtig ist, dass der gehalten wird, weil sonst kommt man hier zu der zweiten Unterstützungslinie. Und die erste Unterstützungslinie, die wir jetzt hier haben, ist eigentlich, wenn man sich das mal jetzt anschaut, ja. Na, jetzt habe ich den Wurm drin. Move. Also den ich jetzt hier drin habe, der wurde ja hier schon mal getestet am 6. November. Und der wird jetzt wieder getestet und der hat den jetzt eigentlich durchbrochen. Das muss man mal gucken. Vielleicht zieht er nochmal hoch. Weil das ist natürlich jetzt nicht
exakt, sage ich mal. Aber wenn er jetzt hier noch ein bisschen runter geht auf 6.700, dann ist es schon gefährlich. Also ich würde jetzt natürlich nicht einsteigen hier, weil die Unsicherheit sehr groß ist. Auch erstens jetzt wegen diesen Unterstützungslinien, die durchbrochen werden, und zweitens halt auch wegen den fundamentalen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, dass die Blockgröße halt jetzt bei 1 Megabyte bleibt und die Transaktionen pro Sekunde nicht steigen und die Transaktionskosten dadurch auch immer noch hoch sind. Und dafür, dass es halt noch keine Lösung dafür gibt, sind die Leute unsicher. Und davon profitiert natürlich jetzt auch Bitcoin Cash. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Bitcoin Cash zu Bitcoin. Das ist natürlich der Wahnsinn hier. Also machen wir kurz einen Tagesstart auf. Der ist nicht so lang, weil den gibt es ja noch nicht so lange. Er ist der ist ja am 1. August gekommen. Ja, das ist jetzt zu Bitcoin der Chart, nicht zu Dollar. Da sehen wir, wir sind jetzt hier an so einer, sehen wir auch richtig schön hier, wenn man hier so wie den Widerstand hier reinsetzt, bis fast dahin ist es auch gerade gekommen. Das ist echt hier so ein Level, den man mal anschauen muss. Wenn der durchbrochen wird, dann sieht es halt noch besser aus für Bitcoin Cash. Ob jetzt Bitcoin Cash Bitcoin überholt, das ist natürlich eine andere Sache. Ich glaube eher nicht, weil es halt eher dezentralisiert ist. Wenn wir jetzt mal Bitcoin Cash zu Dollar angucken, dann sehen wir, dass es halt auch nach dem Fork ist es halt mal ganz schnell hochgeschossen auf 1.300 Dollar, aber das würde ich jetzt nicht so in die Bewertung einfließen lassen. Das war eher sowas wie, ja, nach dem Fork, das war eher nicht chartanalytisch, sondern fundamentale Sachen, und da war eher so, dass es hochgepumpt wurde und dann ging es auch ganz schnell wieder runter. Der war ja zeitweise hier auf 250 Dollar nur. Und jetzt sind wir hier wieder. Für mich ist jetzt hier der Widerstand hier oben. Beziehungsweise jetzt hier, wo der gerade abgeprallt ist, das ist ja auch ungefähr, ja. Also der ist heute bis 950 Dollar fast gekommen. Wenn er hier das durchbricht und die zweite Widerstand durchbricht, dann kann er halt natürlich auch noch höher gehen. Muss man natürlich schauen, was jetzt der Plan ist von den ganzen Entwicklern von Bitcoin, was sie jetzt vorhaben, ob da jetzt eine zeitnah eine gute Lösung kommt. Weil solange Bitcoin schwach bleibt, besteht halt die Möglichkeit, dass Bitcoin Cash stärker wird. Schauen wir uns mal Ethereum an. Zu Dollar hier. Genau, wir haben einen Tagesschart wieder. Also, der ist immer noch, wie im letzten Video erzählt, da ist jetzt nicht viel passiert. Der hängt hier immer noch zwischendrin hier. Unterstützung wird immer noch gehalten. Und der hat das hier zwar kurz durchbrochen, aber konnte das nicht bestätigen. Der Verkaufsdruck war dann doch höher bei 350, 360 Dollar. Und jetzt sind wir wieder hier in diesem abfallenden Trend. Also es ist nicht ganz, ist kein starker abfallender Trend, aber wird sich halt dann hier irgendwo entscheiden, wo es dann hingeht. Entweder halt, die Kreise sind nicht so schön. Entweder wird die Unterstützung halt durchbrochen, dann sieht es schlecht aus für Ethereum, oder hier dieser fallende Trend wird durchbrochen, dann kann es halt wieder zu den Allzeithochs bis auf 440 Dollar hochgehen. Oder zumindest bis hier bis auf 410 Dollar. Das wäre ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn man sich mal anschaut, wo der jetzt gerade ist, bei 319 Dollar. Wenn man dann einsteigt und bis dahin geht, wären das ja auch 30%. Und bis zum Allzeithoch wäre das dann von dem jetzigen Zeitpunkt aus gesehen, wären es fast 40%. Das ist natürlich eine Menge, die man da mitnehmen kann. Muss man natürlich aber abwarten. Ist noch kein Verkaufssignal hier. Was können wir uns noch anschauen? Omis Go können wir uns anschauen. Omis Go auf Bittrex ist eigentlich auch eher immer noch im Trend, dass es so weiter runter geht. Wenn man uns das mal so anschaut hier, das sieht eigentlich hier auch alles so ein bisschen negativ aus. Es hat wieder einen Kurssprung erlebt, nachdem das mit dem Bitcoin kam, dass die Absage kam. Sehen wir hier bis auf 65% im Moment auf, wenn man die Nachricht als Zeitpunkt nimmt. Für den Vergleich sind es immer noch 30% ungefähr. Ja.
Monero können wir uns noch anschauen. Monero zum Dollar. Der hat nämlich hier, das ist natürlich was Klassisches hier, wenn man hier das mal anzeichnet. Da hatten wir hier so einen schönen Kanal, wo irgendwie nichts passiert ist die ganze Zeit. Wurde durchbrochen hier an dem Zeitpunkt, wo es mit der Bekanntgabe der Absage vom Bitcoin Fork kam. Und da sieht man natürlich innerhalb von 3, 4 Tagen, wenn man hier kam die Nachricht raus und bis auf 45% und im Moment halt plus 30% auch. Aber das kann man jetzt eigentlich auf alle Altcoins übertragen. Wie ich es in meinem letzten Video gesagt habe, ich habe ja gesagt im letzten Video, wenn der Fork vorbei ist, werden die Altcoins hochschießen. Das Geld, was in den Bitcoin geflossen ist, wird wieder sich zurück in die Altcoins bewegen. Und weil jetzt halt die Absage kam, ist das halt eine Woche vorher passiert. Das Spannende ist jetzt natürlich, was passiert mit Bitcoin? Muss man mal schauen, was die Entwickler da in der nächsten Zeit an Vorschläge oder Ideen da halt weitergeben und wie das in der Community ankommt. Die Community ist einer der wichtigsten Sachen hier in der Kryptowelt, weil ohne die funktioniert halt nicht viel. Wenn eine Idee nicht unterstützt wird, dann bringt sie halt nichts. Und die Absage ist halt dadurch entstanden, dass die Community halt nicht einig war und nicht zufrieden war. Ist eigentlich gut, dass so entschieden wird. Muss man halt schauen, ob man eine bessere Lösungsmöglichkeit findet. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und tschüss.